Servus, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Plug-and-Play News. Wir starten direkt mit Pro Evolution Soccer 2019, denn das bekommt am 25. Oktober ein kostenloses Update, das sogenannte Datenpaket 2.0. Das erscheint für PlayStation 4, Xbox One und für den PC via Steam. Und dieses Datenpaket beinhaltet einige Aktualisierungen, zum Beispiel Stadien, es werden mehr als 100 Spielergesichter optimiert, angepasst und es werden generell auch verschiedene Gameplay-Aspekte verändert bzw. optimiert. Dazu gehört zum Beispiel die KI-Leistung, die soll besser werden nach dem Update, ja, also das betrifft die Torwartintelligenz, aber auch in 1 gegen 1 Situationen soll die KI nun besser bzw. realistischer reagieren. Es kommt eine Reihe von Fußballschuhe rein, ja, darunter auch bekannte Marken wie Nike, Adidas und Puma. Dann wird es auch das Thema Liga-Lizenzen aufgegriffen mit dem Datenpaket 2.0. Wir bekommen die Chinese Football Association Super League und die Thai League dazu. Also ihr seht, jede Menge Neues für all diejenigen, die Pro Evolution Soccer 2019 zocken. So, und von Fußball rüber zu Cyberpunk 2077, da war nämlich eine Frage im Raum, nämlich wer wird eigentlich der Publisher für das Spiel, also wer ist für den Vertrieb verantwortlich, und das wird wieder Bandai Namco übernehmen. Ja, die haben das offiziell bekannt gegeben in einer Pressemitteilung, die werden in über 24 europäischen Ländern den Vertrieb übernehmen, darunter natürlich auch Deutschland, Österreich, die Schweiz, Belgien, Dänemark und so weiter und so fort. Ja, also die sind wieder der offizielle Publisher von dem Spiel. Das waren sie ja auch schon bei der The Witcher-Serie. So, und von Cyberpunk rüber zu Call of Duty Black Ops 4, da gibt es nämlich auch sehr Erfreuliches, denn das Spiel verkauft sich wie warme Semmeln oder wie geschnittenes Brot. Das hat jetzt auch Activision in einer Pressemitteilung bestätigt, denn allein in den ersten 3 Tagen hat das Spiel mehr als 500 Millionen US-Dollar an Umsätzen generiert. Ja, das ist mal eine klare Ansage. Generell ist es so, dass das Spiel deutlich besser ankommt als der Vorgänger Call of Duty World War 2. Ja, das sieht man gleich an mehreren Aspekten, an den Spielerzahlen, aber auch wenn man sich zum Beispiel anschaut Twitch, da gibt es neue Zuschauerrekorde und das ist natürlich alles sehr positiv. Also Call of Duty Black Ops 4 hat einen guten Start hingelegt. Weniger gut ist es ja die letzte Zeit bei den Jungs von Telltale Games gelaufen. Ja, wir berichten ja schon seit einigen Wochen über das Thema. Das damals sehr gute Entwicklerteam hat ja seine Pforten schließen müssen. Das ist mittlerweile bekannt. Und nach wie vor steht ja noch immer die große Frage im Raum, wie geht es weiter mit der Walking Dead, der Final Season? Genauer gesagt Episode 3 und 4. Da gab es jetzt auf Reddit da konnte man Fragen stellen, den CEO von Skybound Games, die sind ja jetzt quasi verantwortlich für The Walking Dead, The Final Season, die haben das übernommen, haben gesagt, wir veröffentlichen noch die letzten beiden Episoden und natürlich waren da einige Fragen, die Community konnte da ihm Fragen stellen via Reddit und Skybound bzw. der Ian Ho hat dann geantwortet und hat gleich mal klargestellt, dass Episode 3 definitiv noch dieses Jahr erscheinen wird. Die vierte Episode wird irgendwann später veröffentlicht, also voraussichtlich dann eben erst nächstes Jahr, aber beide Episoden werden definitiv noch erscheinen. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass Skybound versucht, so viele ehemalige Mitarbeiter wie möglich von Telltale Games reinzubekommen, ja, zu Skybound. Das ist nicht so einfach, hat er aber auch erklärt, denn viele ehemalige Mitarbeiter haben mittlerweile schon eine neue Arbeitsstelle, das heißt, man wird nicht alle Leute zurückbekommen, aber zumindest einen Großteil, und die werden dann eben auch weiterhelfen, die Episode 3 und 4 in den Handel zu bringen. Übrigens, die Final Season wird wieder ab Oktober, also voraussichtlich irgendwann jetzt Ende Oktober, wird man die auch wieder im Store ganz normal regulär kaufen können. Ja, also ihr müsst jetzt keine Angst haben, wenn ihr die Final Season gekauft habt. Episode 3 und 4 werdet ihr definitiv noch bekommen. So, und zum Abschluss eine, ja, nicht ganz so erfreuliche Nachricht. Da geht es nämlich um Diablo 4. Auch da haben wir schon ein bisschen darüber berichtet, dass die Leute von Blizzard immer wieder angekündigt haben, dass sie mit der Marke Diablo einiges vorhaben. Unter anderem wird ja jetzt Diablo 3 für die Switch demnächst erscheinen. Und dann wurde auch der BlizzCon, Timetable wurde da veröffentlicht. Und
Da war Diablo sehr präsent, ja, auch auf der Hauptbühne, und viele sind davon ausgegangen, dass ja Blizzard diese Chance gleich nutzt, diese Gelegenheit, und offiziell das nächste große Diablo-Spiel oder den nächsten großen Diablo-Teil enthüllt, Diablo 4 in dem Fall. Und ja, anscheinend hat Blizzard da jetzt ein bisschen Angst bekommen, weil die haben jetzt in einem offenen Brief an die Community mitgeteilt, dass sie ihre Erwartungen ein bisschen dämpfen sollten. Also auf gut Deutsch, ja, ich werde euch jetzt nicht das Ganze vorlesen, was die Leute da von Blizzard geschrieben haben, sondern ich fasse kompakt zusammen, auf gut Deutsch. Die Jungs arbeiten derzeit an mehreren Diablo-Projekten, es sind auch mehrere Teams sitzen da dran, aber es so nach dem Motto, das, was wir jetzt erwarten auf der BlizzCon, diese Vorstellung von Diablo 4, das wird es wahrscheinlich nicht spielen oder ziemlich sicher nicht spielen. Ja, man wird wahrscheinlich so eine Roadmap vielleicht auch veröffentlichen, wird schon so ein bisschen was erzählen können. Vielleicht auch, ja, wir arbeiten dran, aber Fakt ist, im Fokus steht so quasi ein bisschen die Switch-Version, und ein Diablo 4, das wäre jetzt noch zu früh, um da irgendwas zu präsentieren. Also Diablo 4, BlizzCon wird wahrscheinlich dieses Jahr nichts, vielleicht dafür nächstes Jahr. Wir werden sehen, wir werden euch ja über die BlizzCon auf jeden Fall informieren, nicht nur hier in der News-Show, sondern natürlich auch in unserer Hauptshow auf Twitch. Ja, liebe Leute, das war's auch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.